Ich grüße euch, das ist wieder Uwe Breuer mit Intergalaktik News. Ja, heute ist ein spezieller Tag, denn wir haben, wie ich gehört habe, eine Energiewelle, die jetzt stärker auf die Erde zukommt und auch sie bald erreicht. Und das bedeutet, es wird hier eine gewisse Veränderung auch einsetzen, und zwar wo natürlich bei uns und in Gaia, auf Gaia, alles, was hier so auf der Erde Gaia so lebt und ist. Zum Beispiel natürlich auch die Naturwesen, nicht nur wir Menschen werden von solchen Energiebewusstseins-Umwandlungswellen, möchte ich sie mal nennen, inspiriert, und da wird ein Angebot gegeben, und bei jedem kommt dieses Angebot dann genauso an, wie er damit in Resonanz gehen kann. Das sind ja diese Veränderungswellen, die Veränderung der neuen Energie, des neuen Lebens, des neuen, auch, ja, wenn du willst, Kosmos, der sich dann da auch auftut. Sogar dieses ganze Multiversum wird sich immer mehr jetzt transformieren in ein anderes Energiebewusstsein, in ein anderes Sein, wie gesagt. Und dieses Sein ist auch etwas, was du in dir dann spürst, so wie du damit, ich sag mal, in Resonanz gehen kannst, in den Gleichklang, in das Mitschwingen. Das ist das, was dann jetzt immer stärker kommt. Diese alten Energien, dieses Alte, was da auf der Erde ist, was so wie so ein, ich möchte mal sagen, so ein bisschen wie so ein Eisskulpturpanzer, weil es gibt ja die verschiedensten Skulpturen, die sich daraus entwickelt haben. Diese Eisskulpturen, die dann die alte Matrix sozusagen jetzt mal darstellen sollen, so als Vergleich, werden von diesen Energiewellen, weil die sind in einem Bewusstseins-Wärme-Energiefeld sozusagen, und dann kommen diese neuen Wellen, und dieses alte Eis wird natürlich davon, ich möchte mal sagen, so zum Schmelzen gebracht, Stück für Stück, aber immer noch so, dass diese alte Matrix ja auch weiter existiert, noch, damit wir Menschen und damit die Wesen, die hier leben, aber auch die Naturwesen, alles, was hier ist auf der Erde, auch natürlich die Tierheit, Pflanzenheit und auch die Mineralheit und wie sie alle hier so vereint sind, diese verschiedenen Heiten, und dass diese verschiedenen Bewusstseine Möglichkeiten haben, sich jetzt an diese neue Welt anzugleichen, an diese neue Frequenz, an dieses neue Bewusstsein. Und du hier als inkarniertes Sternenbewusstsein von verschiedensten sogenannten Planetensystemen, die ja auch Bewusstseinsmöglichkeiten des Göttlichen darstellen, werden jetzt auch, du wirst auch von diesen Bewusstseinsangeboten, die da kommen, inspiriert werden und auch in deiner ganzen Energiewelt, in deinem ganzen Sein, in deinem ganzen, was du so bist und fühlst und spürst, immer wieder jetzt in eine Transformation gebracht. Diese Transformation ist unglaublich stark, die geht natürlich durch und durch, durch deine ganzen Ebenen, deine feinstofflichen Ebenen, aber auch dein grob stofflicher oder ich sag mal, dieser materielle Körper hier durch und durch, und werden auch viele alte, eingelagerte Energien oder Bewusstseins Eiseinlagerungen, möchte ich sie auch mal nennen. Das ist ja so wie so Eis, was sich so ablegt und wo wir da nicht so gerne hinschauen, wird auch das wieder natürlich in dieses Neue hineingeführt, und es kommt hoch, und es ist ganz natürlich, dass du dann auch mal diese alten Energien wieder spürst, dieses, was dahinter steckt, und diese alten Themen kommen dann jetzt auch vermehrt hoch. Das hören wir natürlich nicht so gerne, aber auf der anderen Art winkt dahinter dann immer dieses Gate, dieses Tor in dieses Neue, und da können wir dann durchgehen, weil ohne diese Angleichung, wie willst du in etwas Neues gehen, wenn du im Alten verhaftet bist, wenn es dich hält und wenn du nicht gehen kannst. So, zu diesem Thema hat sich jetzt
ein Bewusstsein gemeldet von verschiedensten, die an verschiedenen, ist ein weibliches Bewusstsein, weibliches Wesen, das an den verschiedensten Planeten Aufstiegen mitgewirkt hat. Sie sagt, auf der Erde ist natürlich etwas ganz Spezielles am Laufen, etwas Einmaliges. Und deswegen ist sie natürlich auch als Abgesandte der intergalaktischen Föderation des Lichts oder der Liebe oder wie wir sie auch immer nennen wollen, jetzt bereit, hier etwas dazu zu sagen, möchte auch gerne etwas sagen, hat schon angefragt heute Morgen, lieber Uwe, kannst du das sozusagen übermitteln, was da kommen soll? Ich bin eine Sprecherin für diese Planetenbegleiter, die auch, wo auch viele auf der Erde inkarniert sind, wo du dich auch vielleicht wiedererkennst, wenn du etwas von diesem, von dieser Übermittlung hörst. Also. Wie gesagt, ich gehe jetzt einen Weg und gehe hinauf. In Anführungsstrichen. Diese andere Bewusstseinsebenen. Ich werde auch geführt von meinem höchsten Selbst, göttlichen Selbst. So, sie ist jetzt da. Ich werde dann das, was sie über, als Bewusstsein zu mir sendet, in Begrifflichkeit übersetzen. Das sind also immer meine Worte. Die übersetze jetzt direkt. Ich grüße euch, ich bin ein Wesen, ein Bewusstsein, das schon lange unterwegs ist in dem Bereich der Planetenbegleitung, wenn es darum geht, ganze Planetensysteme, aber auch einzelne Planeten in diese höheren Frequenzen hinein zu begleiten, aus denen sie ursprünglich ja stammen und in die sie dann auch wieder hinauf aufsteigen. Dieses, was ihr jetzt auf der Erde erlebt, ist jedoch etwas völlig Neues. Es ist etwas, das du mit deinem Bewusstsein so auch noch nicht kennst, auch wenn du schon mitgewirkt hast an vielen solchen Umwandlungs- und Transformationsprozessen, die sich da auf dem gesamten multiversalen Bewusstseins Habitaten Grund immer wieder eingestellt haben, weil ja dieses, was du kennst, dieses, was dazu beigetragen hat, dass Planeten die Zeit so hinuntergekommen sind und dann wieder hinaufgehen. Und da werden auch diese Erfahrungen, die diese Planeten gesammelt haben mit diesen Wesenheiten, die auf diesen Planeten leben und Planetensystemen, dann wieder diese Erfahrungen hinaufgenommen. Und somit in das göttliche Bewusstsein wieder integriert in einer höheren Art und Form. Das bedeutet, es wird diese neue Welt, die jetzt da am Horizont bei euch aufscheint, auch jetzt zu euch immer mehr kommen. Und das bedeutet, dass diese alten Energien in dir, alte Einlagerungen nun immer klarer dir bewusst werden und auch für dich in die Transformation gehen können, weil du auch begleitet bist von vielen Engelskräften und auch inkarnierten Wesen, die jetzt auch immer mehr auf der Erde sich dessen bewusst sind, dass sie da mitwirken. Dazu gehörst ja dann du auch, weil du jetzt diese Botschaft schon hörst. Und das, was jetzt auf der Erde jedoch stattfindet, wie gesagt, ist nochmal ein ganz anderes
ein ganz anderes Sein, ein ganz anderes Bewusstsein, was da jetzt kommt, weil dieses, was da jetzt kommt, ist eine Potenzierungsenergie, die es ja so, wie gesagt, in diesem Multiversum noch nie gegeben hat, in dieser ganzen Schöpfung. Und sie wird dazu beitragen, dass du mitwirken kannst an dieser neuen Welt, weil du ja jetzt bereit bist, dieses in dir zu akzeptieren, dass du ein Wesen bist, das dazu extra hier auf diesem Planeten inkarniert ist, den du ja Erde Gaia nennst. Du hast vieles, vieles auf dich genommen, um hier mitwirken zu können, und wir, die gesamten Galaktische Föderation, aber auch die ganzen Engelskräfte, die mit uns zusammenwirken, wovon wir auch ein Ausdruck sind in den fünften und sechsten dimensionalen Bewusstseinsräumen, da ist dieses jetzt in einer so großen Energie und Klarheit schon vorhanden in diesen höheren Energiebewusstseinsräumen, dass dieses jetzt sich unweigerlich nach unten fortsetzt und diese neuen Bewusstseinszeitqualitativen Energien, sie zeigt, wie es so runtergeht, wieder zur Erde und zum ganzen Planetensystem, aber auch in den ganzen Kosmos hineingeht. Ich darf dir auch sagen, dass die Erde ja ein Ort ist, wo dieses in der größtmöglichen Potenzialmöglichkeit wieder zurückempfangen werden kann, weil es ja von hier aus ausging. Hier war ja dieser Umkehrpunkt, der tiefste Punkt im gesamten Multiversum, und konnte deswegen mit diesem innersten Nullpunkt, der ja auch in diesem ganz untersten Umkehrpunkt ist, in Resonanz gehen. Und das bedeutet, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas Einmaliges, etwas unendlich Wundervolles in dein Leben zu ziehen, weil du das durch deine Inkarnationen und durch diesen Angleichungsprozess, den du jetzt machst, dir erworben hast. Du darfst das, und es ist auch so, dass du es in deinem Lebensplan drin hast und damit auch die Legitimation, dies jetzt leben zu dürfen und sogar auch, wenn du so willst, zu sollen. Dein Leben ist jetzt dabei, bewusst zu werden, wer du bist, bewusst zu werden, dass du auch von uns bist, von diesen höheren Dimensionen, und du jetzt wieder bereit bist, mitzuwirken an dieser neuen Schöpfung, die da jetzt aus dir, aber auch aus Mutter Erde Gaia und aus dem ganzen Bewusstseinsraum, der hier auf der Erde ist, entsteht und auch sich nach außen hin darstellen wird und sein wird. Es wird nicht aufhaltbar sein, es wird jetzt in diese neue Welt hineingehen. Du wirst jetzt mitgehen, weil du dieses ja so schon geplant hast und weil du auch mit deinem innersten göttlichen Bewusstsein mitwirkst an dieser neuen Welt. Dieses innerste göttliche Bewusstsein, das ist deine Sicherheit, das ist dein Sein, das ist das, was dein ewiges Leben ist, was du kennst, was du immer bist und was du immer sein wirst. Du wirst immer dieses lebendige Bewusstsein des göttlichen Sein sein. Sein ist hier dieses auch, was darin widerklingt, dass du Sein bist, und zwar dem Göttlichen angehörst und damit auch du eine göttliche, involutionäre Energie bist, die in die Materie hineingegangen ist und jetzt aber wieder bewusst wird, wer du bist. Ich freue mich darauf, mit dir, mit euch, mit der gesamten Menschheit, aber auch mit den Naturwesen, aber auch mit den Wasserwelten, wo viele, viele Wesen inkarniert sind, auch aus den vielen Wasserwelten, die im Universum, ja im Multiversum existieren. Und es sind sehr viele Wasserwelten, und dort leben sehr viele Wesen, die jetzt auch mitwirken auf der Erde. Und du weißt, in diesen Wasserwelten sind auch diese feinstofflichen Wesen aus den höheren Dimensionen, nicht nur eure Delfine, Wale und auch andere Wesen, sondern eben auch viele feinstoffliche Wesen, die genauso mitwirken, die
Erdsysteme, die erdliebe Lichtmeridiansysteme, die auch im Wasser weitergehen, mit zu harmonisieren, wieder in die Frequenz, in der Frequenz anzugleichen an diese neuschöpferischen Kräfte, Liebeslichtenergien, die da jetzt durch die Erde durchpulsieren und immer stärker auf die Erde treffen. Diese Wellen der Erneuerung sind nun unaufhaltsam und sie sind in einer Art unterwegs, in der du mitwirken wirst, um diese neue Welt mitzugestalten. Und das ist das, was du dir immer so gewünscht hast, diese neue Welt mitzugestalten, mit dafür da zu sein, mit erblühen zu lassen, mit dazu beizutragen, dass es jetzt real ist, immer mehr auf der Erde. Und du kannst anfangen, bei dir daheim, in deinem kleinen Bewusstseinsraum, in Anführungsstrichen klein, in deinem Bewusstseinsraum, in deinem Gärtchen, wie ihr das nennt, Balkon, wie ihr das auch immer möchtet, überall kannst du diese Bewusstseinsmöglichkeit jetzt implementieren, verankern, in die Resonanz bringen und dir auch durch deine göttliche Vorstellungskraft, durch deine Fantasie, durch das, was du bist, dieses auch hinunterziehen, in Resonanz bringen mit dir und mit der Erde Gaia und dann auch mitwirken. Du kannst überall diese neuen Energien in die Resonanz bringen, wo du spürst, ja, da ist es gut. Wir werden dich dabei begleiten, wir sind immer da, wir sind die höherdimensionalen Bewusstseinsbegleiter, möchte ich uns mal nennen, die jetzt mitwirken, eben diesen Planet Erde Gaia in eine neue Bewusstseinsmöglichkeit, die wir Neuschöpfung nennen, hineinzubegleiten mit euch zusammen. Ruft uns an, wir werden da sein, wir werden in großen Gruppen mit euch zusammenwirken, was wir auch jetzt schon tun und immer getan haben. Werdet ihr dessen wieder bewusst. Geht jetzt, verabschiedet sich, dankt uns. Ich danke ihr noch. Ist ein sehr helles Wesen und hat sehr, sehr klare Energien, was schon kristalline Energien in sich fließen. So kristallinartiges Licht. So. Jetzt wieder zurück. So, ja, das war die Selana und ich freue mich, dass ich sie jetzt so mal direkt kennengelernt habe. Ich habe es schon von ihr gehört, aber ich hatte noch nie so direkten Kontakt jetzt mit ihr. Ein sehr, sehr lichtvolles Wesen kommt, sehr ein weibliches Schöpferwesen, du spürst das, wo diese Energien auch fließen lässt, diese Weiblichkeit, dieses, was wir auch hier auf der Erde haben, Gaia, der weibliche Schöpferplanet hier. Aber wir haben natürlich auch in unserem Planetensystem beide Energiefelder am Laufen. Genau. Männlich wie weiblich. Gut. Ja, das freut mich jetzt, dass das so schön durchgegeben worden ist. Und ja, ich möchte dich noch aufmerksam machen. Ich habe noch das Berufungsseminar für 100 Schweizer Franken, das sind auch ungefähr 100 Euro, günstiger Sommeraktion. Schau doch mal rein, ist unten verlinkt und in diesen Seminaren wirst du viel erfahren über das, wo du herkommst, wohin du gehst, was jetzt gerade so hier läuft, aber vor allen Dingen, was das Wichtigste ist. Es gibt diese integralen Mediationen, wo du immer wieder angeglichen wirst an diese neue Energie, die da kommt und das immer im Jetzt. Du kannst dieses so oft machen, wie du möchtest. Das ist so ein Weg in der geistigen Welt, eine Art Tempelweg,
wo du angeglichen wirst an diese neuschöpferische Kraft, die da jetzt, neue Energien, die da jetzt kommen und schon da sind. Ja, und es gibt dir ganz neue Möglichkeiten. Du wirst dadurch in deinen Kanal geführt, in deinen eigenen. Das ist doch wichtig. Die Ausbildung ist auch bald wieder soweit. Naja, so, jetzt geht's weiter. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt zusammen weitergehen. Alles Liebe. Ja, wünsche euch dir eine wundervolle Zeit. Eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Breuer.